Thank you.
Master 1 der Damen vom Willox Berlin e.V. 2:41:10 hat sie gebraucht. Altersklasse-Siegerin Master 1 ist Franziska Wenzke. Du bist für die Superstar. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Weiterschieben und machen den Herrn der Schöpfung weiter. Jupp. Mach ich wieder? Ja. Und dann fangen wir an mit Master 4 vom ACL. Leipzig 2:37:18 hat er gebraucht. Martin Götze. Ein bekanntes Gesicht. Glückwunsch, Martin. Und Weltklasse, aber einfach. Also wir rutschen zeittechnisch ein bisschen nach oben. Ja, 1959 geboren, damit Master 3 für den LFV Oberholz gestartet. Klaus Ehrlich. Und von weitem sah es aus wie 95 geboren. So, wir machen weiter im Zeitstrahl und kommen zur Kategorie Master 2 von der Radfabrik Puff.eu 2:40:58. Master 2 Altersklassensieger ist Bastian Steffer. Ein Applaus, Christian. 4:32 kommen wir zu Master 1 vom Rathaus Team Leipzig. 2:36:04. Hans Koch. So lösen wir mal. So, dann fehlt noch bei den Männern die Kategorie Männer, also quasi die echten, die richtigen. Und da ist der Superman der Männer für das Team Urkrostitzer Bieler gestartet. Josh Wexler, wo ist er? Die Gesamtwertung über 110 Kilometer unterbelegt insgesamt bei den Damen Platz 3 vom M4 Energy Race Team 2:59:57 Zoe Damen. Zwei Stunden 59, die war ja bei mir in der Gruppe, also habe ich es auch unter 3 Stunden geschafft. So, der Band freut sich. Guck mal. So, und ich mache weiter mit Platz 2. Ich hoffe, sie ist jetzt vielleicht da. In der Zeit von 2:42:40 die Dörte Martischewski. Ja, haben wir eben schon versucht, ne? Gut. Applaus. Und die duscht echt lange. Ja. So, und die nächste hat einen kurzen Weg, deswegen nochmal. Mega Applaus für die Platz 1. 110 Kilometer beim 7. Sparkasse. Heiderad Cup für Willox Berlin e.V. Franziska Wenzke. Thank you.
Kürze, die retuschieren wir einfach rein im Nachhinein. Ist auch so Fotokrasher. Ja. So, das sind unsere erstplatzierten Damen und dann freuen wir uns jetzt auf die ersten drei Männer über 110 Kilometer und da belegt Platz 3. Hat auch schon kurzen Weg, weil steht schon hier oben vom AC Leipzig, Martin Götze. Du Ronny, Franzi und Jenny waren sehr weit vorne. Die kamen in der zweiten, ersten oder zweiten Gruppe an und die, die davor waren, waren nicht viele. War vom Team Rathaus Leipzig, der Hans Koch, 2 Stunden 36, 04. Die drei Zeitschnellsten über 110 Kilometer. Der Mann. So, ihr drei, jetzt wollen wir eure breitesten Grenzen haben. Richtig. Füllen das Ganze hier oben wieder auf mit jede Menge Namen und Radsportlern. Und zwar den dritten Platz in der Teamwertung auf 110 Kilometer belegt das Team, welches Jan Tessel, Uwe Cialas, Erik Hassmann und Kai Pirzer stellen, nämlich das HS Cycling Burgstedt. Euer Applaus für Platz 3 und eure Plattform hier oben. So, die Burgstedt ist recht weit weg. Ja, komm mal schon mal los. Ja, dann mach du das nächste Mal. Ja. Ich freue mich dann jetzt hier auf Platz 2. Ich freue mich auf Christian Lattner, Ronny Schreubig, Sören Döhling und Bastian Stephan von der Radfabrik. Punkt. EU. Kommt hoch, Jungs. Kommt bitte alle mit hoch. Platz 2 für euch. Glückwunsch! Natürlich sollst du mit hoch. Ah. Mann, du hast hier 109 Kilometer das Tempo gemacht für die Jungs. Und nur weil die sich dann vorbeischmuggeln. Ja. Ihr macht da so eine Wandermedaille. Kriegt jeder mal einer? Genau. So, und jetzt sind wir schon. Fast am Ende. Fast da. Fast da. Fast her. Noch faster als die Radfabrik.eu war nur ein Team und übelst furious. Zwar hat dann Platz 1 belegt, bestehend aus Dennis Rössel, Reinhard Witte, Roman Kaden und Wolfgang Witte, das Team Radwitte, Startteam. Während der Henrik noch Hände schüttelt und ihr noch euren Fotofinger glühen lasst, freuen wir uns noch auf den letzten am heutigen Tage hier oben auf der Bühne, nämlich auf unseren 110. Platzierten über 110 Kilometer. Ich hoffe, er ist da, denn er hat einen richtig schicken Carbon-Sattel gewonnen. Und zwar ist das in einer Zeit von 3 Stunden 10 Minuten 41 der Christian Bund. Platz 110 über 110 Kilometer. Und das ist uns ein Wahnsinnssatten wert. Wer nicht da ist, hat den. Ja, die Moderatoren wieder alles mitnehmen. Du bist ein Stahlsattel. Ja. Hab ich noch einen im Auto. Vielleicht, guck mal, vielleicht ist er eine Hüpfburg gerade. Zusammengefallen, Hüpfburg-Quanni. So.
So, dann sind wir durch. Wir bitten alle nochmal natürlich nach vorne für genau. Das Abschlussfoto. Von mir, lass die Mädels vor. Das offizielle 110er-Bild. Ja. Kilo in der Diagonale. Dann darfst du auch mitkommen. Ja. Okay. So, komm, seid ihr auch noch mit? Kommt, ihr dürft doch gerne mal aufs Podest. Umrahmt die Mädels ein bisschen. Ihr könnt euch ja mal auf die einstellen, wer das mal ausprobieren möchte. So, Mann, ich guck mal so, dass wir auch wieder weggeschnitten werden können, dass es passt. Können wir mal eins mit Daumen hoch noch machen oder irgendeiner Pose? Also nur, wenn es die Achseln zulassen. Ne? So, dann vielen Dank an euch, dass ihr so lange geblieben seid. Wo wir haben euch nächstes